Sind wir denn schon live? Ich hoffe doch. Gib mir ein Profil. Bitte gib mir ein Profil. Manche Filme, die noch mit analogen Filmkameras aufgenommen worden sind, die haben mit diesem Satz begonnen. Man hat nämlich damals ein weißes Blatt Papier vor die Kamera gehalten, um einen Weißabgleich vorzunehmen. Ja, Sie sehen schon, das Licht, das flackert so ein bisschen, aber ich nehme Sie jetzt nicht mit auf eine Reise in so einen Lost Place. Nein, 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 mit diesem Stichwort arbeite ich nicht. Ich nehme Sie mit in eine Dream Garage, in eine Traumgarage, und die liegt an einem Ort, an dem Werra sich und Fulda küssen. Genau, am Weserzusammenfluss in Hannover-Schmünden. Ich bin heute zu Gast bei Thorsten Stadler und TST Sport und Technik. Und schauen Sie sich einmal diese Dream Garage an, diese Traumwerkstatt. Hier stehen 7 originale Mercedes-Benz C-Klassen aus der großen Zeit der Class 1, der Klasse 1 in der DTM ab 1994 und der ITC 1996, dem abschließenden Jahr dieser Hightech-Formel. Und der Rundgang durch diese Dream Garage, der ist auch ein Rundgang durch die großen Namen des Tourenwagen-Rennsports. Da sehen Sie zum Beispiel den Namen Bernd Schneider. Der war 1994 der Teamkollege von Roland Asch auf dieser Mercedes-Benz C-Klasse im allerersten Entwicklungsstadium. Das Besondere an diesem Auto war der Flip-Flop-Lack. Der changierte von Blau nach Grün, je nach Sonneneinstrahlung. Ich habe mir das damals in Diepholz beim Flugplatzrennen angesehen und mich mächtig gewundert, dass das überhaupt möglich war, einen solchen Lack zu entwickeln. Und Sie sehen diesen Lichtbruch auch heute noch. Der funktioniert. Blau und Grün im stetigen Wechsel. Daneben ein weiteres 94er Modell der Mercedes C-Klasse aus der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Der Name Klaus Ludwig, der steht zwar an der Seitenscheibe, der wurde auch Meister in jenem Jahr zum dritten Mal in der Deutschen Tourenwagen-Bundesliga. Aber das hier ist das originale Einsatzauto seiner damaligen Teamkollegin Ellen Lohr aus Mönchengladbach. Das war die erste Dame, die einen DTM-Lauf 1992 gewinnen konnte in Hockenheim im Zweikampf mit Keke Caio Rosberg, dem ehemaligen Formel-1-Weltmeister im Mercedes 190e 2,3 16-Ventiler. Ein weiterer großer Name ist der von Jörg van Ommen. Das ist sein DTM-Vizemeisterauto der Saison 1995 im Tabak-Original und Sonax-Design. Dieses Auto ist im vergangenen Jahr in Zandvoort wieder zum Einsatz gekommen, beispielsweise dort mit Jörg van Ommen sogar als Originalfahrer am Volant. Sie sehen, hier ist gerade das Antriebsaggregat entnommen worden. Das waren hochdrehende 6-Zylinder-Saugmotoren. Hier sehen wir einen solchen Motor auf einer Montagevorrichtung. Diese Motoren verfügten zum Beispiel über pneumatische Ventilfedern und das ermöglichte nach modernster Formel-1-Technologie entsprechende Drehzahlen. Das ist heute noch ein akustischer Hochgenuss, diese Motoren in Aktion zu erleben. Also nicht nur eine Augenweide, diese Fahrzeuge zu erleben, sondern es ist vor allen Dingen ein akustisches Highlight, ein akustisches Feuerwerk, diesen Motoren zuzuhören. Dort sehen Sie einige Motorblöcke, die auf ihre Revision warten, beziehungsweise die diese bereits hinter sich haben. Und ein Originalchassis, das zurzeit seine Aufarbeitung erlebt. Mit diesem Chassis starteten 1996 gleich 3 Fahrer in der ITC, nämlich der Kolumbianer Juan Pablo Montoya, der Däne Jan Magnussen und später auch der Brasilianer Ricardo Zonta. Ricardo Zonta, der wurde 2 Jahre später gemeinsam mit Klaus Ludwig GT-Weltmeister mit dem CLK GTR. Das war die Zeit, als die DTM Klasse 1 und die ITC vorübergehend der Vergangenheit angehörten. Dann kam im Jahr 2000 die neue DTM. Nicht nur das Millennium-Jahr, sondern eben auch eine neue Tourenwagen-Bundesliga. Und aus dieser Zeit ist dieser Mercedes CLK, das ist schon ein DTM 2000-Fahrzeug, ein Originalauto mit der Chassisnummer 03, seinerzeit gefahren von Pedro Lamy, dem Portugiesen, der mit diesem Auto 2 Saisons absolvierte. Nicht nur das Premierenjahr 2000, sondern auch das Jahr 2001. Pedro Lamy, der aus der Formel 1 in den Tourenwagensport kam, der später große Meriten erworben hat im Langstreckenrennsport, auch auf der Nürburgring-Nordschleife, auch beim 24-Stunden-Rennen dort. Weiter schweift der Blick über die Kollektion der Mercedes C-Klassen. Das hier zum Beispiel ist das 1996er Reserve-Chassis, das damals zu Testzwecken aufgebaut worden ist im letzten Jahr der Class 1 Mercedes C-Klassen. Dieses Auto
ist 1996 nicht zum Einsatz gekommen, nicht zum Renneinsatz, und deswegen ist es heute frei in seiner Farbgestaltung, zeigt sich heute in einem sonnigen Leuchtgelb. Daneben dann der originale Einsatzwagen des Schotten Dario Franchitti, der später in der IndyCar-Serie noch eine große Fahrerkarriere vor sich haben sollte. Dieses Fahrzeug auch im vergangenen Jahr wieder zum Renneinsatz gekommen, wie so ziemlich alle anderen in dieser Dream Garage, auch das originale Einsatzauto des Dänen Kurt Thiem aus der Saison 1996. Auch das ist inzwischen wieder race-ready, rennbereit, so wie alles hier in dieser Dream Garage bei TST Sport und Technik. Sie werden es kaum glauben, aber es ist sogar möglich, ein solches Auto heute käuflich zu erwerben, um damit dann an historischen Tourenwagenrennen teilzunehmen. Auch dazu besteht die Möglichkeit, ist zum Beispiel hier dieses 94er Auto. Das ist augenblicklich noch zu haben, das wartet noch auf einen neuen Besitzer. Und wer sich das zutraut, wer sich das fahrerisch zutraut, wer sich das körperlich zutraut, wer sich das budgetär zutraut, der kann sehr gerne Kontakt aufnehmen mit der Mannschaft hier in Hannover-Schmünden an der Hedemünder Straße. Die genauere Lokalität dieser Halle hier, die möchte ich nicht verraten. Ich bin zwar nicht mit geschlossenen Augen hier hineingeführt worden, aber naja, das mit dem Augenlicht, das ist dann anschließend durchaus ein Problem, weil man traut seinen Augen nicht im ersten Moment, wenn man hier hineinkommt, auch in diesem Motorenraum. Da stehen Aggregate, die in Revision sind oder noch ihre Revision erwarten. Da liegt eine Kurbelwelle auf dem Tisch. Das alles sehr, sehr hochkarätige Technologie. Man will gar nicht glauben, dass das alles so gute 25 Jahre schon alt ist. Den Eindruck macht diese Materie hier in dieser Halle nicht. Und mit diesen Eindrücken, mit diesen Impressionen, bin ich für den Augenblick wieder einmal raus. Danke Ihnen fürs Zuschauen, fürs Zusehen. Lassen Sie mir gerne ein Like da für dieses Video. Sie dürfen auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Hab ich gar nichts gegen. Und vielleicht sehen und hören wir uns ja dann bald mal wieder von einer Rennstrecke. Auch im Corona-Zeitalter habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. In diesem Sinne bin ich Ihr und Euer Carsten Krome. Und ich bin raus. Dankeschön.